Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Death's Bank. Ah, interessant. Da geht man ja einmal durch, auf einmal ist man wieder auf dem Kampffeld angelangt. Nur halt weiter oben, da wo man dann einfach weiterlaufen kann, wo einem nichts und niemand etwas tut. Wo komme ich denn dann hin, wenn ich hier weitergehe? Ist die Frage. In der zerstörten Stadt! Okay. Und wenn ich hier weitergehe. Ah! Sind wir um die Ork-Blockade rumgekommen. Ich habe noch nicht eine Goldschatzruhe gefunden, wenn ich mich richtig umgesehen habe. Ja, da sind Schätze. Was sie nicht sagt. Du bist Level 8. Kein Problem. Schlussendlich bist auch nur du ein Pip. Ja. Große weiße nördliche Stiefel und Schultern. Ja, nice. Ich mag ja RPGs, in denen man meine Rüstung zuzieht. Deswegen Legend of the Gaia irgendwann auch nochmal so ein Muss für mich. Medieval Technology, balanciert für beschäftigte Abenteurer. Okay. Punkt ist aber bessere Ausrüstung. Ah, du bist wieder ein Bazooka-Truppe, verstehe. Oh man. Justice! Oh ja, Zähne, macht Sinn. Vier Zähne von einem Pip. Ich weiß gar nicht, warum ich hier gerade lang laufe, aber ist ja auch egal. Ob wir jetzt erstmal um das Dingens da unten kümmern mit den, mit dem. Das Limit sind 10, deswegen werfen wir mal welche, wenn ich schon so viele habe. Falscher Knopf! Ah, das hat wehgetan. Frissgranate! Ich könnte schwören, dass ich in meinem damaligen ersten Spieldurchlauf nicht einmal sowas benutzt habe und mich jetzt gerade wirklich frage, wie bin ich durch das Spiel gekommen, ohne sowas zu benutzen. Das ist ein Flammenwerfer. Das finde ich nicht gut. Aber erstmal wieder immun gegen die Granate. Ich meine, gut, sie ist eine Feuergranate. Ich verstehe den Punkt ja, aber. Muss das denn sein? Das macht die Gegner trotzdem nicht ansprechender für mich. Kann ich in diese Höhle schon reingehen? Scheinbar ja. Mysteriöse Höhle. Ich habe. Ich nehme zurück. Schreib. Eishase. Greetings, chilly non-player character. A quest, you say? Ha ha ha! Go on! Any foes that need a good slaying and or burial? Death's Bank is on the case. A generous reward, you say? Well, now I'm very interested. Ja, nee, ist klar. Ich habe das Gefühl, dass es. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, das ist der DLC. Das kommt mir so vor wie der DLC, deswegen wundert mich das gerade. Shanks Mega Bloody Motorsaw. Ja, das ist eine Quest für. Also, es ist tatsächlich die DLC-Quest, die es gab. Ah, come on! Ah!
Und die ist für Level 18 bis 20 geeignet, also. Der ein oder andere wird jetzt sagen, ach, das kriegst du locker hin, aber lassen wir das erstmal. Wir werden später nochmal dahin zurückkehren. Aber ja, interessanterweise wäre, ohne dass ich den DLC hätte, diese Höhle gar nicht da. Soweit ich mich erinnere zumindest. Aber du bist ein ja, damit habe ich tatsächlich gerechnet, dass dann Spelunker wäre und er halt da was von mir will, aber... Das ist die falsche Höhle gewesen. Greetings, Spelunker! Please, enter that horrific cave over there and retrieve a crystal sample for me. Natürlich. Natürlich. Sind nicht mehr Pips. Sieht zumindest so aus. Oh mein Gott. Ah nein, ich hab's ruiniert. Nein! Ah! Sie schleifen noch meine Leiche mit. Problem ist, Granaten etc., wenn ich die in meiner Nähe abschieße, tun sie mir auch noch weh. Also, war eine Verzweiflungstat. Hat nicht gut funktioniert, wie man gesehen hat. Machen wir es diesmal besser? Fragwürdig. Hallo. Warum seid ihr diesmal so weit weg? Hallo? Hä? Hat sie mitgekickt. Das fand ich nicht nett. Ja, Justice. Auch wenn mich meine Gerechtigkeit teilweise fast umbringt. Haben wir jetzt genügend Zähne? 26, ja. Eigentlich müssten das genügend sein. Na, Giant Pips. Ja, passt. Ich meine, die Belohnung ist nennenswert uninteressant. Eine Medi-Naturwaffe und ein Tesla-Spule. Okay. Die mögen die Tesla-Spule irgendwie, habe ich das Gefühl. Ich glaube, das ist die. Nee, nicht nur, ich glaube, ich weiß, das ist die zweite Waffe dann. Oder nee, das war ein. Ach, ich nehme es zurück. Ich weiß gar nichts. Ich glaube, das ist eine goldene Truhe. Mit einer Eisbasis. Also eigentlich 10 Eisbasis. Das gibt. Ja, jetzt ist schon was meine. Echt? Eine Höhle in der Höhle? Okay. Ist in Ordnung. Deathbang kann das. Was zum Teufel ist da explodiert? Warum ist da was explodiert, sollte ich vielleicht eher fragen, aber... Semi-große Ameise, ja. Ich weiß nicht, also sehr einschüchternd wirken sie jedenfalls nicht. Ah! Ein Drache! Glaube ich. Naja, entweder ein Drache oder zumindest sowas ähnliches wie ein Drache. Punkt ist jedenfalls, ist es ein perfektes Opfer für uns. Endlich mal eine Herausforderung. Hilfe, Hilfe. Das ist ein Big Papa Dragon. Es war ein Big Pop Dragon. Eine Melee-Untotenwaffe mit dem Kavallerieschwert von Scarves. Ah. Und ein besseres Monokel als wir hatten. Und ein Super Jackhammer. Und ein rostiger Helm der Stachel. Das Feature sehr. Okay. Mach das auf. Mach das auf. Dieses Blöde mit der Waffe da rumfuchteln.
ich alles nicht beschützen. Weg damit. Das Monokel kam weg, jetzt haben wir ja ein besseres. Eisbazooka, Flammenwerfer interessiert mich einfach nicht. Niedrige Potions benutze ich mal. Ja, Resistenz vielleicht. Ja. Aber Supercarbon, das kann ich noch nicht benutzen. Das können wir wieder nutzen. Pistole kann weg, Supermachete kommt irgendwann noch dran. Nehme ich mal das Schwert einfach mit rein, weil wir es in der Theorie. Achso, nee, noch können wir es nicht. Das war bald. Das Schwert wird. Sobald wir das nehmen können, ist auch das. Ist auch das andere Schwert wieder besser. Warum ist hier ein Drache gewesen? Und wo ist der Kristall? Ah, Kristall. Auf jeden Fall mal richtig gelootet hier. Oder hallo? Hallo? So. Sag ich ja, man merkt zwar nicht, dass ich in einem Kampfmodus bin, außer vom Hören, ja. Aber wenn man da so steht und dann irgendwas aktivieren will und man darf nicht, weil aus dem Off noch irgendeine komische kleine Killerameise auf einen zukommen will. Das ist immer schon ein bisschen merkwürdig. Gut, jetzt sollten wir hier alles haben. Also wieder hinaus und dem guten Mann sein Kristall geben. Dem anderen Soldaten die Zähne, ob er nun will oder nicht. Ich kann ihn aber verstehen, ich würde auch nicht unbedingt wollen. Und einmal wieder hier die Schleife machen und so, ja. Fußabdrücke sind schön. Fußabdrücke sind was Tolles. Obwohl sie die Kapazität nicht behalten müssten, meiner Meinung nach, das aufzubewahren. Also wenn ich durch bin, dann können sie auch irgendwann die Abdrücke wegmachen. Also. Genauso wie die Leichen, das ist alles Rechenspeicher, der wird nicht unbedingt gebraucht. Aber ey. Bitte sehr! Greetings, Spelunker! Do you have any crystal samples for me yet? Indeed! A snowy mountains crystal! Oh, dazzling. See you at the next cave. Wie viele Höhen gibt's denn noch? Ich glaube, das war's. Oh yeah. Ich liebe es, wenn ich recht habe. Greetings, soldier. Look upon these giant teeth which I present to you. Wow, I can't believe you just carry those around. Now, if you'll excuse me, I need to get back to standing here and sporadically shooting at nothing. Wenigstens weiß er, was er zu tun und zu lassen hat in dieser Welt. Das war's, glaube ich, erstmal, was ich gerade machen kann. Das kommt noch. Kümmern wir uns drum. Na gut, wir haben eine Limonade. Strumpfhockwell, da können wir noch hin. Da arbeiten wir gerade dran. Mehr oder minder. Dementsprechend einfach wieder zurück hier hin. Und weiterlaufen. Ich meine, meistens bleibt uns ja sowieso gar nichts anderes übrig. Von daher weiterlaufen. Wie ein guter Soldat marschieren wir durch diesen, naja, eisigen Berg. Bei dem man teilweise meinen könnte, wir wären schon auf Rottenburg, sind wir aber nicht. Noch irgendwas hier? Außer die Schatzruhe natürlich. Aber darum geht's ja nicht. Bist du wieder so... Ah, nein. Gott, nein. So.
überreagiere da vielleicht so ein ganz kleines bisschen, aber damn, wie ich diese Flammenwerfer-Heinis hasse. Könnte das Spiel aufhören zu lecken. Ich weiß, es ist ein PS3-Spiel, ich weiß, dass es grafisch gerade so ein bisschen minimal intensiver ist, weil... Hey, da fällt Schnee. Ach, und Flammenwerfer-Heini. Aber trotzdem. Irgendwann reicht es auch mal mit dem Lag. Aber gut, ich mache auch gerade wieder meine 5 Videos für... Naja, 5 Tage tatsächlich. Damit wir in einem Rutsch alles aufgenommen haben. Aber trotzdem. Mark 4 Roboter. Also laut Bericht wurden Mark 7 Roboter von Mark 6 Robotern geliefert. Und jetzt finden wir hier Mark 4 Roboter. Mehr Melee-Schaden. Oh ja. Na gut, mit Level 7 kann ich immer noch nichts Neues reißen. Das ist traurig. Obwohl, doch, mit Level 7 habe ich genügend, um Level 8 Ausrüstung zu tragen. Ich weiß nicht, wann ich das Ding aus Versehen ausgeschaltet habe. Der Punkt ist, jetzt haben wir Level 8 Ausrüstung. Das finde ich gut. Schon sehen wir sehr spiky aus. Ah, und die Machete können wir auch nutzen. 400. Schwächste physische Waffe ist gerade das Spartanerschwert mit 300. Also, lebt wohl Spartanerschwert und hallo Wikingerschwert. Machete. Die meisten Machete sind für Pflanzen, diese hier ist für Körperteile. Das ist schon sehr schön, sehr schön. Leicht peinlich, aber sehr tödlich. Dann sind wir in irgendeinem dunklen Wald angekommen. Ich gehe. Salmonella. Womit? Was zum Henker? Mein Roboter über Schreibungsschüsse fallen gelassen. Ich gehe meine Schritte zurück, um ihn zu suchen. Dieser Trip könnte länger dauern als gedacht. Okay. Das ist meine Erfahrungspunkte-Addiction. Ah. Aber okay, ich soll ihn nur füttern. Ah, da oben ist das Heiligtum. Das Interessante daran ist, dass das Heiligtum unseren ersten richtigen Endboss beinhaltet, wenn ich mich richtig erinnere. Was ich hoffe, sonst mache ich mich zum Deppen, wenn man mal tatsächlich da ankommen sollte. Frei nach dem Motto, haha, ja, voll krass der Endboss und so. Und dann sind wir da und dann ist da nichts. Das wäre peinlich. Das würde ich gerne verhindern. Hallo, toter Abenteurer. Interessant, dass ich ihm die Rüstung klaue und dabei eigentlich nur eine untote Potion berge. Aber naja, manchmal ist das so. Some sort of magical barrier is preventing me from touching this. Schade. Klang ziemlich interessant. Okay. Oh Gott. Wild Leprechauns. Natürlich hat alles was Kleines und nervig sein. Was war das nochmal? Zum dunklen Waldsee. Genießt die kühle und erfrischende Mineralwasser des dunklen Waldsees. Ich glaube, da rechts ist wieder ein Spelunker. This rock has a heart, a zigzag, and a teardrop on it. Heart, zigzag, and teardrop. Das ist mal eine komplett andere Kombination als das, was wir gewohnt sind. Oh yeah. Ich höre noch Kampfmusik. Ich weiß nur noch nicht.
gegen was ich kämpfe, aber irgendwas ist da. Ich könnte auch sagen, Böses ist im Busch, wie immer. Rich Cabin! Cabins for the rich, ich erinnere mich. Greetings, wealthy citizen. I am... Oh, it's Rich Cabin! Hello, friend of the rich. What can I do for you, citizen? You see, I have an ongoing competition with my arch-nemesis, Derek Oyle. I was featured in this magazine as the richest man in the land. And now it's time to savor Derek Oyle's jealousy. If you happen to stumble across the swine, give him this magazine for me. Sure, I'll deliver your magazine, Rich Cabin. If I could frame this moment, I would. Nennt sich Foto machen. Aber ist egal. Rich Cabin. Immer noch dabei, Kabinen für die Reichen zu machen. Please. Oder eher Häuschen. That horrific cave over there and retrieve a crystal sample for me. Na sicher doch. Weil ich so gütig bin, machen wir das sogar in diesem Video noch. Oh mein Gott, das sind viele. Also mit viele meine ich schon zwei, weil zwei tun schon gut weh, wie man sieht. Nichts, was ein guter alter Corndog nicht wieder bereinigt, aber mein Gott. Kristall aus dem dunklen Wald. Und eine weitere Goldtruhe. Eine Bärentilope, genau so. So war das. Ich erinnere mich jetzt, wo ich den Titel gerade lese. Eine Mini-Fire-Waffe und das Kavallerieschwert. Ah, ich erinnere mich, damit konnte man die ganzen schönen Effekte machen. Also im Prinzip, das Drehen mit der Feuerwaffe ergibt dann einen Feuereffekt, das mit der untoten Waffe. Greetings, Spelunker! Und so weiter und so fort. Crystal samples for me yet? Indeed! Indeed! A dark forest crystal! Sweet! See you at the next cave! Indeed! Ja, bis zum nächsten Außenhaus. Ich weiß nicht, wo das nächste Außenhaus wäre, das ist die Sache, aber ich habe das Gefühl, wir sind schon bald beim nächsten Außenhaus. Das ist ja fast immer so. Beziehungsweise. Herz, Zigzag, Tropf, Tränen, Tropf, Tropftrainer. All diese Bärantilopen. Das Problem mit den Bärantilopen ist, dass sie halt immer erstmal diesen Angriff da machen. Dieses. Ich greife dich an und du bist erstmal paralysiert. Das ist ziemlich nervig. Und jede Bärantilope macht zuerst das. Aber okay. Da war noch eine Truhe. Oh. Justice. Und natürlich einfach ein weiterer Konter. Ups. Das hat in meiner Vorstellung anders funktioniert. In meiner Vorstellung habe ich das Ding benutzt, hätte ich damit nicht gemacht, aber. Ah, ein Piratensäbel. Klingt zumindest nett. Ob der besser ist, wird das Menü in einem Moment zeigen. Ja, ist so viel besser, dass ich ihn nicht benutzen kann. In gewisser Weise mag ich dieses System an dieser Stelle halt wieder nicht, aber das ist halt. Das ist wieder Gemecker nach dem Motto, ich darf bessere Spielzeuge verwenden. Aber ich frag mich halt immer, warum kriege ich das Spielzeug schon hier, wenn ich es nicht benutzen kann? Weil es unwahrscheinlich ist, dass ich zu diesem Zeitpunkt besser drauf bin als normalerweise. Also vom Level her, also. Ist ein bisschen komisch. Aber ich sagte ja, nächstes Außenhaus. Kann nicht so weit sein. Benutzen war und gut ist. Da
Damit haben wir aber auch schon fast, wenn ich es richtig gesehen habe. Da muss ich gleich mal gucken, wenn wir teleportieren. It needs to have heart. A heart. And a zigzag. And a teardrop. Oh, this should do. The trick. Ja, wir sind kartentechnisch, man sieht, es ist bis nach oben rechts ausgefüllt. Wir haben jetzt innerhalb von dieser Spielwoche, in Anführungszeichen, zumindest schon mal den ganzen rechten Kartenbereich geklärt und fangen gut nach unten auch an. Also wir haben schon eine Menge in dieser Zeit wieder hingekriegt. Außerdem bin ich sehr froh, dass sich geklärt hat, warum ich es eine Ehe ruiniert habe, um an die Zitronen zu kommen. Damit ich ein Piratenkapitän werden kann. Ich meine, der Grund ist immer noch eher mickrig, aber ich habe vergessen, wo die Truhe war, deswegen bin ich jetzt in die Elektrobahn losgerannt. Falls jemand fragen möchte. Alles meine Schuld. Anyway, Truhe. Hallo. Ah, limitiert teleportieren. Ganz viel Geld und noch mehr Orbs. Schön, dass der Rest hier weiter tot rumliegt. Also ich kenne die Kriterien von toten Gegnern noch nicht so richtig. Also wann sie respawnen und wann nicht, aber... Naja, vive la France. Bis zum nächsten Mal, Leute. Also, nächste Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, die Bildqualität, wie ich es am Montag gesagt habe, ist halt minimal besser. Aber wirklich viel mehr kann ich an den Dingen nicht mehr drehen mit meinem Aufnahmeverfahren. Ja. Ich würde mal sagen, wir haben grob ein Drittel oder so jetzt fertig. Kann mich aber auch irren. Das Spiel ist halt länger als der erste Teil. Man merkt es einfach daran, dass man viel mehr laufen muss. Bis zum nächsten Mal.